Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Hallöchen Joshua, hallöchen Torgal, hallöchen Clive. Dieser Part wird ein bisschen komisch, weil ich hier wahrscheinlich erstmal ein bisschen Monsterjagd mache, ne? Und ich hatte schon gerade irgendwie versucht, ein Monster zu finden von dem Jagdbrett und ich habe das nicht so genau gefunden. Deswegen, so wie wir das jetzt machen werden, ist, ich werde euch einfach hier immer so reinschalten, sobald ich einen Boss gefunden habe. Hier soll der erste Boss sein. Das war ein bisschen eindeutig so angegeben auf dem Jagdbrett. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist das Viech, was wir bekämpfen müssen. Und ja, so wie ich das machen werde, ist, ich werde jetzt einfach, weiß nicht, die ganzen Monster suchen. Und sobald ich die gefunden habe, dann schneide ich euch dann da rein. Ne? Einfach nur, damit wir halt vielleicht heute alles hier erledigt kriegen und nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen und ich rumirre und denke so, oh, wo muss ich hin, ne? Von daher, ja, ich habe jetzt auch mal Odin ausgerüstet, ne? Weiß noch nicht genau, was der kann. Ich habe zwei Angriffe für den ausgewählt. Irgendwie kann ich das machen, Zantins zu kennen, ne? Das ist hier sein, das ist so ein Main Gimmick von Odin normalerweise, ne? Zantins zu kennen, das ist mal so ein Angriff, der alles hier mit einem Schlag erledigt. Und manchmal sogar irgendwie Bosse sogar erledigt. Das ist so ein Angriff, der irgendwie so, weil nicht so ignoriert, ob Gegner irgendwie immun sind gegen Tod oder irgendwie sowas und dann einfach Gegner töten kann. Soweit im Final Fantasy 8 jedenfalls. Der ist manchmal so random aufgetaucht, nachdem man den bekommen hat. Und hat einfach Zantin Zuken eingesetzt und dann war, was auch gegen was man auch immer gerade gekämpft hat, tot. Ohne Ausnahme. Bis man gegen Cypher gekämpft hat und Odin an den gestorben ist und sich dann in Gilgamesch verwandelt hat. Oder ersetzt wurde von Gilgamesch. So, hier haben wir ein Jagdbrett. Terminus. Das ist so ein Name von irgendeiner Welt. Von Final Fantasy Welt, ich bin mir nicht sicher. Terminus. Ist das nicht der Name von der Welt von Final Fantasy 9 oder 8 oder irgendwie dort? Ich glaube, irgendeine Final Fantasy Welt heißt Terminus. So, tun wir mal ohne ihn ausprobieren. Wenn ich Kreis drücke, dann kriege ich so ein Schwert. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich den Gegner dann damit angreife, lädt sich das auf. Und wenn ich das voll aufgeladen hat, dann kann ich irgendwas machen. Dann habe ich noch den hier. Aua, ich nehme voll Schaden. Alter! So. Hast du mich gerade aus meinem Dual-Building rausgeholt? Der macht aber ganz schön Schaden, ey. Alter, ich kann gar nichts machen. Okay. Ich bin ein bisschen spendabler hier mit den Heilzaubern. Mit den Heiltränken, weil ich hier farmen kann. So. So will ich das sehen. So, wie kann ich jetzt Zantin Zuken einsetzen? Oh, vier gedrückt halten stand da. Zantin Zuken. Weiß nicht, was das so wert. Ich weiß es nicht. Er macht mir aber auch echt Schaden. Das ist auch so ein Grund, warum ich hier wahrscheinlich ein bisschen schneiden werde, damit ich hier irgendwie meine Heiltränke wieder hier farmen kann zwischendurch. Ich immer zu meinem Dämmerwald und fahren mir die dann hoch, ne? Hab ich eigentlich eine Ultimate für Ifrit? Ich weiß, Dings hat eine Ultimate. So, hat irgendwie einen Nachteil, wenn ich das die ganze Zeit aktiviere? Warum sollte ich nicht das Dings aktivieren, ne? Das Schwert. Da muss er irgendwie so einen Nachteil haben, nehme ich an, ne? Aua! Ja, danke, Joshua. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie sehr oft irgendwie in Gefahr, wenn ich irgendwie Odins Klamotten einsetze.
Oh mein Gott, ich kann den aber euch nicht ausweichen irgendwie. Nehme ich irgendwie mehr Schaden, wenn ich Zantenzug aktiviere? Boah, das gibt's jetzt. Das ist doch jetzt mal gut, Mann. Denn seine Belohnung war noch nicht mal irgendwie so. So hoch. Boah. In seine Belohnung war noch nicht mal so. Also wie oft ist. Die war noch nicht mal so hoch. Deswegen habe ich jetzt nicht gedacht, dass der so nervig ist. Oh Gott. Oh, der Gegner steckt fest. Warum hast du Zeit, den Zucken deaktiviert? Komm her, ein Stück. Wo bist du? Oh Gott, war ich überhaupt in der Nähe? Zack. Oh mein Gott, ich krieg aber auch eine Menge Schaden, ne? Ja, ich verballere ein paar Supertränke, aber wie gesagt, ich kann einfach farmen. Es ist kein Ding. Gott. Für mich ist diese Version viel stärker als dieser eine Boss, gegen den wir gekämpft haben. Jetzt komm her. Dual Wielding. Okay, die Zeit scheint aber anzuhalten, wenn ich damit treffe. Sonst bin ich ja die ganze Zeit irgendwie in Gefahr, irgendwie getroffen zu werden. Santenzuke. Boom. Sehr cool. Voll mit Style hier erledigt. Oh, guck mal, wie viel Geld ich bekomme. Ich habe. Ne, ich dachte, er hat so, weil die Nummern irgendwie so komisch darüber waren. Ich dachte, ich hätte irgendwie doppelt so viel Geld bekommen, wie ich gerade schon habe. Den sein Termin wurde abgehakt. Okay. So, oh, ich. Joshua hat irgendwie so da rausgeguckt aus dem Ding, so ich. Guck mal, Clive. Guck mal, Joshua. Ich bin wie so eine Alraune, die irgendwie aus so einer Blume rauskommt. Okay. So, und ich mache jetzt hier wieder einen Schnitt, ne, so wie ich schon angekündigt habe, und dann sehe ich euch beim nächsten Boss. Außerdem muss ich wieder Tränke hier farmen, ne? Deswegen, ja, dazu in einen durchgehenden Part zu machen, ist ein bisschen nervig, deswegen mache ich das jetzt so, ne? Also ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Viech. Bis gleich. Er hätte gedacht, es wäre hier. Sei vorsichtig. No, es war wortlich ein paar Schritte. Okay. Ich hätte gedacht, es wäre da in diese kleinen Nische. Thanatos. Aber nee, es war ein paar Schritte hier in der Nähe. Okay, yo, wie geht's? So, ich bin wieder aufgestockt hier mit. Ja, toll, er kann auch Laserstrahlen schießen. Oh mein Gott. Oh. Ja. Kannst du auch was anderes machen, bitte? Wisst ihr, was mir Sorgen macht? Das Viech, was ich gerade bekämpft habe, ne? Weil von der Belohnung her das am niedrigsten, ne? Er hat irgendwie nur so 12.000 oder so Geld eingebracht, ne? Als andere ist so in den 20er-Tausender Punkten. Macht mir schon ein bisschen Angst. Aber ja. Ja, Zeit angehalten. Ah, ich dachte, ich könnte jetzt direkt hier da einsetzen. Oh, ich hoffe, ich treffe den. Okay, gut gemacht, Joshua. Ich weiß nicht, ob du mich heilst. Sieht nämlich nicht so aus, aber okay. Nein, bitte nicht. Der Angriff war ziemlich nervig.
Ich hätte in den Hintern, wortwörtlich. Ich habe mir schon gedacht, dass das so einfach irgendwie zu kontern ist. Muss einfach nur hinter dir bleiben. Die machen aber auch Schaden in letzter Zeit. Ja. Wie gesagt, ich kann meine Tränke hier die ganze Zeit schön farmen. Von daher kein Ding. Ja, mach ihn fertig, Joshua. Ja, ich weiß, kann ich hier drücken wie bei Titan? Ich glaube ja. Nein, ich bin dran. Ich schlitz jetzt einfach. Du kannst nichts machen. Ja, ich dachte, er wäre jetzt am Umkippen oder so. Jede einzelne Sehne. Okay. Nein, ich will hier raus, ich will hier raus. Okay, ich hätte irgendwie gelacht, wenn ich das absorbieren könnte. Nein. Ich sehe voraus, dass ich irgendwann hier drauf gehe. Ist so ein Flüchtigkeitsfehler. Zack. Ja, wenn man mit ihnen irgendwie so einen Ausweichkonter macht, sieht das viel stylischer aus. Aber ich kann es dann den Zug auch so aktivieren. Fort voll ist. Oh, 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 oh. Oh nein. So, jetzt komm her. Du Wheeling. I upgraded my weapon to dual wield. Jetzt sagen, habe ich gerade Schaden gemacht. Oh, da war eine Menge Schaden. Komm, komm, ich tank da. Au, keine gute Idee. Ich bin einfach abgeschossen. Okay, cool. Dunkelstahl. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Komm ja nicht wieder. Okay. Alles klar, cool. Ja, Odin, mit Odin zu kämpfen macht Spaß, ne? Gut. Ja, dann sehe ich euch, wenn ich beim nächsten Viech bin, ne? Alles klar, gut. Also bis gleich. Unser nächster Kollege müsste irgendwo hier sein. Ich würde raten hier, weil ja sehr viel Platz ist. Ja. Yep. Es ist zu einfach. Hey yo, Agni. Das bedeutet Feuer in Latein, glaube ich, oder Griechisch. Eins von den beiden. Wer kommt denn da? Der scheint Besuch ja nicht. Joshua. Ja, mit dem Ausweichen in den letzten Kämpfen. Da üben wir mal noch ein bisschen, ne? Oh ja, das Stück. Nein.
verliere nicht meinen Zandhinzug, ne, wenn ich wechsle, oder? Ne. Aber ich muss halt immer wieder aktivieren, wenn ich zu Odin wechsle. Und ich habe die ganzen Fähigkeiten übrigens schon hochgeballert. Ich muss ein paar Sachen dafür verlernen, ne? Also dieses Schwert, dieses Zandhinzugen ist schon so stark wie möglich. Oh mein Gott. Und die beiden Fähigkeiten, die ich ausgerüstet habe, sind auch schon voll hochgelevelt. Also verbessert, nicht gemeistert. Weil gemeistert ist einfach nur, damit die bei anderen Dingern einsetzen kannst, bei anderen Esper. Und da brauche ich ja nicht. Tisch. Schneid. Mir ist irgendwie aufgefallen, als der erste Viech bekämpft hat, ne? Und ich habe es den Zucken als letztes eingesetzt, dann hat man irgendwie so einen Kreis in der Mitte gesehen, der in der Mitte durchgeschnitten wurde. Da war richtig stylisch. Ich glaube, da war es, weil ich den Gnadenstoß irgendwie abgeliefert habe mit dem Angriff. Na, ich finde aber gut, der hat so einen eigenen. Ich habe so eine eigene Animation, wenn ich irgendwie so Ausweichangriffe mache. Wenn ich den hier mache, puh, aua. Fast. Ja, den ja. Tisch. Tisch. Hat er so eine eigene Animation. Wenn ich mit Odin hier ausgerüstet bin. Jetzt mit zwei Schwertern. Ich kann jetzt schon mal gedrückt halten. Jetzt kann ich den ja machen. Ja, das ist bestimmt super gut gegen so so mehrere Gegner. Jedenfalls einfacher aufzuladen als Barmut. Die ganze Zeit ausweichen muss, ist ja voll lahm. Dann greift natürlich ja so oder so. Ich also aufladen? Nee. Muss physisch angreifen. Ich glaube, ich kann keine Magieangriffe machen, wenn ich dieses Schwert ausgerüstet habe. Hier diese Dinger, wo ich angreife und direkt danach Magie einsetze. Hier, wenn ich den hier mache. Oh Gott. Boom. Geht gar nicht, wenn ich das hier ausrüste. Glaube ich. Die machen aber auch Schaden, die Bosse jetzt, ne? Nein, ich. Oh. Oh, voll blöd Timing. Mehr Stück. Ja, die verlangen aber auch ganz schön mehr Tränke von mir in letzter Zeit. So ein typischer Virgil Move von Devil May Cry. Santen zu kennen. Wie viel Schaden, Mann. Ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Hitbox irgendwie verschlechtert oder so, ich verstehe das nicht. Ich wird so oft von allen getroffen jetzt hier. Ja.
Haben wir einfach gemeinere Angriffe oder so? Ich verstehe das nicht. Aber den hier. Feuerwasser. Lass mich doch mal gefrieren. Muss mir Verbrennung zufügen hier. Ah, jetzt kommt er, du Stück. Es hat einmal mein Schwert und einmal das von Odin. Kommt nur auf das zweite Schwert her. Sag. Und den 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 und den. Oh. Ich habe noch nicht gehört, was er sagt, wenn er jetzt zu Odin wechselt. Doch irgendwas rein mit Dunkelheit, hat er gesagt. Oh, dieser Angriff, ne? Schlitz. Ja, ich bewege mich zu schnell, ne? Kannst mich nicht treffen. Aha. Und jetzt der Finalstoß. Sieht bestimmt voll geil aus, wenn man da gegen mehrere Gegner einsetzt hier. So, und jetzt mit Santin zu kennen, pass auf. Schon wieder so ein Kreis, den sieht man aber gerade nicht. So in der Mitte durchgeteilt worden ist. So ein Symbol oder so. Steinzunge, die braucht ich für irgendwas. Ich wurde schon netter begrüßt. Bock live. Agni hat sich jetzt. Keine Ahnung. Fällt mir nichts ein. Verdammt, ich lasse nach. Gut. Ich habe noch 2-3 weitere übrig, ne? Also gucken wir mal. So, ich stock wieder meine Tränke auf, weil mein Gott. Und dann, ja, sehen wir uns wieder. Ich glaube, 2 kann ich noch so finden und erledigen. Also bis gleich. Ho. Hier bist du. Gobbermouch. Dieses blöde Viech hat sich hier die ganze Zeit in diesem Dorf ja versteckt. Ich habe nämlich schon gefragt, weil das soll hier sein, aber hier ist ein Dorf, ne? Deswegen habe ich mich gefragt, wo das hier sein könnte. Ich glaube, den hätte ich als erstes bekämpfen sollen, weil er sieht relativ nicht tough aus. Ja, bestimmt noch ein bisschen mehr drauf, ne? Pass auf, der hält irgendwie voll viel aus, sehe ich gerade. Nein, bleib hier im Kampffeld. Ich habe keinen Bock, dass hier schon wieder der Boss irgendwie restartet wird. Komm her. Ja, Sternblitz. Ja, ich glaube, sie ist auch einer von Odins Angriffen hin und wieder. Wenn er mal angefahrt. Ich glaube nicht so, ich glaube nicht Sternblitz, aber irgendwie so ähnlich, ne? Was hat da für ein Feuer? Joshua, was du da? Oh, kann ich nicht mit einem Schlag erledigen, pass auf. Nein, schade. Ja, genau. Okay, das ist aber ein normaler Gegner. Das heißt, der wird hier von den ganzen Sachen irgendwie so. Nein. Wird so beeinflusst. Oh, ich merke gerade. Der hat da keine Dingsanzeige, keine Willensanzeige. Das heißt, ich kann ja voll loslegen eigentlich mit den Angriffen. Oh mein Gott.
Also ich kann eigentlich meine super starken Angriff hier einsetzen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Von allen Viechern macht mich der hier all. Das gibt's nicht, ey. Oh mein Gott, ich wollte. Von allen Viechern macht mich das Viech hier fertig, ey. Das gibt's jetzt nicht. Boah. In seinem blöden Drehangriff, ey. Gibt's jetzt nicht. Boah. Also ich kämpfe gegen so eine riesige Killerschildkröte, so einen riesigen Todesball, so einen riesigen muskelgepackten Golem oder was auch immer es war, und dann kommt so ein kleiner Goblin und macht mich fertig. Boah. Ja, macht sich darüber mich lustig. Du blödes Viech, ey. Ich glaube, wegen so einem blöden Drehangriff auch noch. War voll unspektakulär. Warum ist er so stark? So, ich kann einfach alles auf den draufballern. Vor allem, ich bin noch in den Angriff drin. Ich kann ja auch nicht ausweichen. Ey. Warum machen die Gegner jetzt halt so viel? Alter, willst du mich offen? Ey, der bricht meine Dings ja ab. Meine Ultimate. Hör auf damit. Ey, der haut mich einmal und meine Dings ist weg. Das gibt's doch jetzt einfach nicht. So, komm her, du Stück. Alter. Ja, voll lächerlich, ey. Oh, mehr. Boah. Santen zucken. Stück. Ja, den Angriff, ne? Pass auf. Ja, ich kann da keine Magie. Ja, mach ihn fertig, Joshua. Gibt's einfach nicht. Wie Schaden der macht. Verdrückt und so. Warum hält der so viel aus, ey? Das gibt's doch jetzt nicht. Der Goblin ist der stärkste Goblin aller Zeiten. Das ist ja Erzfeind vom Goblin Slayer. Nein, ich treffe den nicht, glaube ich. Ich treffe den echt nicht. Oh, den kann ich auch noch machen. Auf ihn. Hilf mir, Großvater, ich bin verletzt. Komm zu mir.
Nein, er dreht sich, pass auf. Oh, Joshua. Ah. Ob wir auf den drauf feuern müssen, ja. Der macht mir schon wieder so viel Schaden. Warum ist das der stärkste Gegner aller Zeiten? Wow, da seht ihr den Kreis. Voll geil, ne? So. Oh mein Gott. Ja, Level up, danke. Ich wusste das nicht. Deine Reise endet hier. Boom. Muss eigentlich nach jedem Kampf immer irgend so ein Müll sagen. Die Reise endet hier. Notenrolle, hey. Oh, ich habe ja übrigens auch gerade eine Notenrolle gekauft. Irgendwo. Weiß nicht, ich glaube in Sandbreck oder so, ne? So, hier ist noch ein Gegner übrig, den ich glaube ich erreichen kann. Und auf die Gefahr hin, dass ich nicht zu viele, nicht genug Tränke habe, gehe ich trotzdem auf den los, weil der ist irgendwo hier, ne? Und oh, da müssen wir sogar hin. Ich glaube, der ist irgendwo hier. Ich glaube, hier ist, ne, warte mal, wo ist das? Die Minen der Mütter. Der war irgendwo in ein Gebiet, das ich noch nicht gefunden habe. Die Senke der Kriten. Oh. Ich glaube, da wird dann nichts. Weil das ist schon so hinter dem, wo wir hin müssen. Also ja, keine Ahnung. Ja, trotzdem mal dahin, würde ich sagen. Weil da ist auch noch. In dem Gebiet ist irgendwie noch so ein Viech. Und da hat halt ein neues Gebiet, jetzt wollte ich halt da jetzt nicht alleine reingehen, ne? Und wollte jetzt hier so mit euch da reingehen, ne? Mit so einem neues Gebiet. So. Oh, irgendwann. Ich scheine irgendwann mein Steinhaut-Trolikum eingesetzt zu haben, weil ich habe jetzt keins mehr. Weil ich hatte immer ein Steinhaut-Tonikum mit mir. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Ich hatte das ganze Spiel lang, glaube ich, nur ein Steinhaut-Tonikum immer ausgerüstet. Ich wollte mir gerade ehrlich gesagt mal welche holen, ne? Damit da nicht die ganze Zeit immer die 1 steht, ne? Aber das bedeutet dann ja wohl, dass das Spiel mir in wie viele Stunden spiele ich das Spiel schon? Bestimmt so 60 Stunden oder so. Über den gesamten Spielverlauf hat mir das Spiel noch kein einziges Mal, bis auf dieses eine Steintonikum, irgendwann mal eins gegeben. Bei Heiltränke und Supertränke kriege ich die ganze Zeit, ne? Aber so ein Steintonikum habe ich noch nie bekommen dann. Du hattest recht, Joshua. Wie knausig, ey. So, dann nehme ich an, müssen wir so ein bisschen die Story vorantreiben. Das ist, glaube ich, die einzige Quest, die wir ja noch übrig haben, ne? Die einzige Nebenquest, die wir machen können. Also tun wir ja so ein bisschen hier weitermachen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir jetzt gerade haben. Wenn ich das wüsste. Lass mich doch einfach in Frieden sterben. Was ist dir passiert? Die Ätherflut hat Monster aus meinen Kameraden gemacht. Und die Orks. Ich wusste, wir können ihnen nicht trauen. Als ob Wildstämme uns treu sein könnten. Irgendetwas haben sie gehört. Allerdings nicht auf uns. Ein Wunder, dass sie euch überhaupt so lange gefolgt sind. Vielleicht haben sie gespürt, dass es vorbei war. Unser König fort, das Reich in Trümmern. Was bleibt uns noch von all den Kriegen? Wofür haben wir gekämpft? Verflucht sei dieses Land. Verflucht sein der König und sein Gott. Verflucht sei diese dreckige Fäule. Du hältst dem Äther stand.
Du bist ein Träger, auch wenn du kein Mal trägst. Bitte hör mich an. Gewähre einem Soldaten seinen letzten Wunsch. Bitte lass mich nicht in Sorge sterben. Natürlich. Nicht, dass ich noch Wahl hätte. Ich muss die Quest annehmen. Ich danke dir, mein Freund. Geh durch das große Südtor Richtung Stonhöhr. Da ist ein Stück Wald, der Nimmerhain. Auf einem kleinen Felsvorsprung dort ist das Grab meiner Eltern. Sie waren die einzigen, die mich je liebten. Für den Krieg musste ich sie verlassen. Doch im Tod möchte ich wieder bei ihnen sein. Trag mich zu ihnen. Bring ihn zu ihrem Grab. Klar, natürlich. Steckt er ihn einfach so in die Hosentasche. Guck mal, Joshua, ich habe einen neuen Ring. Na gut. Dieses eine Gebiet, wo übrigens, wo ich denke, ist dieser ein Jagdauftrag, der ist übrigens immer noch nicht. Er ist immer noch abgesperrt, also ich hoffe mal, irgendwann wird er mal offen sein. Weil ich hoffe nicht, dass ich irgendwie irgendwas verpasst habe. Der einzige Weg zur Hauptstadt. Klettern, ja. Führt durch dieses Tor, ganz wie du dachtest. Die haben da eine Armee, Joshua. Ja, aber ich sehe keine Domini. Stimmt. Weil wir sie alle getötet haben. So, ich habe so das Gefühl, wir gehen hier ganz schön weit in die Story rein. Ich wollte gar nicht die Story weitermachen, aber irgendwie ist das ja alles hier so auf dem Weg, ne? Also haben wir ja wohl keine Wahl, ne? Als hier so weitermachen, halt weiter zu meinen in der Story. So ein bisschen. Ist das eine Truhe? Das sah aus wie eine Truhe. Oh, da ist eine Truhe. Vergeben und vergessen. Bernstein. Ich glaube, da brauchte ich für eine Waffe. Ich sollte mal vielleicht bei Schledorn hier vorbeischauen. Ich habe vorhin da mal kurz vorbeigeschaut. Aber okay. Ja, sorry, ich gehe da mal. Ich habe den Gegenstand eingesammelt. Ich habe alles, was ich will. Joshua, kümmere du dich um die. Halt mir den Rücken frei, Clive. Was? So, die werden mich jetzt hier über das gesamte Feld verfolgen. Nee, nee, okay. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt zeitmäßig hier gerade drin sind. Ich krieg doch wieder alle meine Heiltränke zurück. Aber ich glaube, bevor ich gestartet habe, war ich so bei 30 Minuten irgendwie, so kurz bei 30 Minuten. Ach. Na gut, dann mache ich euch eben fertig. Machen wir mal den hier. Habe ich gerade eben an. Okay. Ich habe so einen komischen Angriff gemacht. So, ja, Büret. Bereit. Bereit. Okay. Aber ich wollte jetzt hier nicht, reingehen, ne? Hätte ich auch gar nicht anscheinend, weil die Story im Weg ist. Ohne euch, ne? Deswegen ja. Will der Chocobo. Ich meine die Klamotten jetzt an, die meinen Ambrosia hat. Cool, ne?
Oh, da müssen wir halt im bisschen da rein, so wie es ausschaut, ne? Also nicht hat hier irgendwie so storymäßig irgendwie so ein paar wichtige Sachen passieren. Oh Gott. Vielleicht so ein paar Gegner. Dueling. Boah, sehr cool. Wenn wir 20 Zug gegen normale Gegner einsetzen. Wenn er hat nicht one-shottet, ne, da meint ihr auch nicht. So, ich werde jetzt sehen, wie alles one-shot wird. Doch, tut sogar. Tut sogar, cool. Ah, oh, die mache ich als erstes fertig, pass auf. Vielleicht dauert es dann zu one-shotten. Aber wahrscheinlich nur, wenn es voll aufgeladen ist. Ne? Ich habe natürlich auch hier schon voll hochgeballert und gemeistert und so. Ne? Gott. Pass mal auf, wie die gleich alle hier mit einem Schlag weg sind wieder. Außer der Große hier vielleicht. Santen zu kennen. Oh, ich liebe diesen Angriff. Ja, ich glaube, dieser Kreis kommt immer nur what? Wenn ich alles erledige. Wenn ich Gegner damit erledige, ne? Shiva! Ja, den kann ich bestimmt nicht one-shotten, ne? Pass auf. Teleportiere ich mich einfach zu dir. Der hat mich getreten. Ah, hör auf. Mein Gott. Na, ich habe gar nicht getroffen. Oh, und jetzt habe ich das verballert. Ist klar. Ah. Das ist voll der High-Risk, High-Reward. Attacke, ey. Einfach dadurch die Tür gehen. Passt doch nie im Leben dadurch. Oh mein Gott. What? Oh Gott, ey. Zweifel, dass er da ich drauf geht, weil ich im One-Shotten kann damit, aber was soll's. Trotzdem. So, versuchen wir das jetzt hier abzubrechen, du Kollege, du. Oh, er ist in einem gebrochenen Zustand, sehr cool. Ah. Nein, das klappt sogar. Ich glaube, das hat geklappt. Ich meine, der ist ja auch nicht gestorben, aber der hat eine Menge Schaden genommen. Oh nein. Oh, ehrlich? Ich will doch nur hier durch wegen der Nebenquest. Ah! Du Stück. Da muss ich gleich auch noch gegen so einen anderen Boss hier bekämpfen, ey. Oh, Clive. Okay, die waren relativ easy. Ob ich den one-shotten kann. Nein. Hört auf, meine Angriffe mal abzubrechen. Boah. Toll. Eisenschneider. Ja, ne, warum gibt es ja eigentlich keinen Angriff der Eisenschneider? Eiserner Tanz. Ja, ich glaube, der Angriff von Final Fantasy 8 hieß auch Eisenschneider, ne? Ja.
Ja, jetzt komm her. Wir sehen, wie viel er abzieht. Okay. Ne, bringt es nicht so. Gegen Gegner mit Willen, mit Willensanzeigen. Oh mein Gott. Oh, schieß doch mal weit auf mich. Ich bin die ganze Zeit bereit. Oh, ich habe gesagt, ich bin bereit. Ewige Dunkelheit. Mal lieber am Boden. Ich will es haben. Aber um es zu erreichen, muss ich dich erst erledigen. Jetzt kommen wir. Do Wielding Time. Jetzt Clive Time. Warum hat dieses Level 38 Viech so viel AP? Wie lange hat dauert hier den zu erledigen? Ja, da macht aber auch ganz schön Schaden der Angriff. Ey. Nein, ich wollte dann ausweichen. Ja, geh mal ein bisschen weg, du dickes Ding. Komm her, du Stück. Jetzt kommt. Nein, du Stück. Oh, ich habe den verfehlt mit meinem ersten Angriff und dann kann ich den Angriff nicht fortsetzen. Oh mein Gott. Oh Herr. Nein. Ich wollte mit Zand den Zucken erledigen. Ich bin jetzt gerade voll drin in diesem Fieber. Okay. Hey, cool. Geht's ja gut, Joshua. Wir sollten kurz rasten. Keine Sorge, das wird schon. Oh, das Ding ist voll. Bleibt halt auch voll. Und wer dann blinken ist. San Ten zu Ken. So. Ich glaube, wir müssen jetzt chillen, ne? Warte mal, kann ich so schnell laufen? Guck mal, wie lang das Ding ist, ey. Ich wollte eigentlich nicht so storymäßig hier ein bisschen weitermachen, ne? Ich wollte eigentlich nur die Quest erledigen und hier andere Viech, aber wird wohl nichts anscheinend, ne? Oh, nice. So, was ist los? Wollt ihr rasten? Wo? Oh, hier sind sie. Hier ist nirgends eine Couch oder irgendwie sowas. Wir können ja nicht rasten, Joshua. Wir müssen weiter. Was überhaupt mit Jill? Muss sie sich noch erholen, nachdem wir irgendwie Shiva von ihr extrahiert haben? Oh, das hat letzte Dinge. Das ist eine Festung. So, schaffen wir halt heute noch hier so. Okay, die Quest ist hier vorne. Und hier irgendwo soll das Viech sein. Der Boss. Und da ist er, also der Jagdauftrag, meine ich.
das heißt, wenn wir das gut anstellen, können wir das hier noch alles heute erledigen. Ne? Das wäre doch sehr schön, oder? Hier ist nichts. Boah, wie ist nochmal dieser Einhang vom Yojimbo aus Final Fantasy 10? Der hatte, war auch Santin zu kennen. Aber auch so, da war so ein Art Samurai ähnlicher Espa. Mein Gott, die ist nicht Espa da, aber also, da waren sozusagen die Espa aus Final Fantasy 10. Der hatte auch irgendwie Zanmato hieß das. Und der hatte auch so einen One-Shot, so One-Hit-Kill-Angriff, der alles erledigen konnte, wortwörtlich alles im Spiel. Nur man musste irgendwie jedes Mal, wenn man mit denen angreift, musste man denen irgendwie Geld geben. Und da gab es irgendwie so eine Mechanik. Kann ich überhaupt reiten? Jawohl. Da gab es irgendwie so eine Mechanik, womit man dann irgendwie, glaube ich, bestimmen konnte. Ich glaube, man musste immer so ein ganz klein bisschen mehr als die Hälfte, was man an Geld hatte. Oder irgendwie sowas. Irgendwie konnte man das so bestimmen. Oder so manipulieren, ne? Und oder man musste einfach nur Glück haben, ne? Und der hatte auch diesen Angriff, ach natürlich. Der hatte auch diesen Angriff, womit der irgendwie wortwörtlich alles im Spiel mehr oder weniger besiegen kann. Aber sozusagen so der Cheat-Angriff hier, der Cheat-Modus aktiviert, ne? Konntest du wortwörtlich den finalen Boss mit diesem Angriff erledigen oder jeden optionalen Superboss des Spiels. Final Fantasy 10 hat eine Menge von denen gehabt. Wenn du Glück hast, ich dachte aber jetzt jemand anders noch. Wenn du Glück hast, aktiviert sich dann Zanmato und dann boom, du hast gewonnen. Also egal gegen was du gekämpft hast, ne? Bei Odin in Final Fantasy 8 war es noch so ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, weil er zufällig auftaucht im Kampf, bei random Kämpfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, im Bosskämpfen taucht er nie auf. Außer vielleicht bei einigen Ausnahmen. Und ja, dementsprechend kann man die Bosskämpfe kann man natürlich dann nicht entschieden. Aber manchmal, wenn man irgendwie so Glück hat, man läuft so normal durch die Gegend, dann kommt auf einmal so, oh, Odin, ein wilder Odin taucht gerade auf. Und dann hat man, ja, natürlich ist in der Truhe. Und dann hat man mehr oder weniger den Kampf gewonnen. Gott. Schon beinahe ja freckt. Das verzeih ich dir nie. Nein, der hat überlebt. Ich habe gerade minimal wenig Bock gegen dich zu kämpfen. Ich will nur deine Truhe da haben. Ich muss ja noch gleich so gegen Jagdauftrag kämpfen. Ich brauche noch ein bisschen HP und und hier Heiltränke und so, ne, Kollege. Also scher dich weg, du Lich. Ich leck dich kaputt. Der macht ja gar nichts an Schaden. Hat mir gar nichts an Schaden gemacht. Da kommen wir Schaden nur 18.000. Ich tue im Standard so 50.000 oder 60.000 schon abziehen. Na, Parade. Boah, weit. Wer hat hier Odin hier für so ein geiles Moveset, ey? Wenn ich eine Parade einsetze, gibt es eine eigene Animation. Das ist auch voll geil. Das Ding macht aber auch derbe viel Schaden. Da habe ich da hinten die Bombe auch noch getriggert. Was ist das hier? Wo ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Besonderes. Boah, Leute. Da ist auch noch eine Truhe. Da leuchtet irgendwas. Ne, aber Geld.
Boah, Leute, was habt ihr denn da hinten da die Typen aktiviert, ey? Habe ich den? Ich habe Bock, da jetzt noch mehr Gegner zu triggern. Da waren noch mehr Gegner, glaube ich. Okay. Das alles für nur so, weiß ich nicht, für so ein paar Vibrate wahrscheinlich, ne? Pass auf. Nein, ich will es mal da ist, nur drin ist. Ja. Yep. Das ist voll gemacht, Mann. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin jetzt gerade über eine Stunde. Aber egal. Und da geht es auch irgendwie noch lang. Ich will noch mal kurz gucken. Sieht so aus, als ging es da noch weiter. Weißt du, was das ist? Es ist nicht auf ihrer Karte. Stimmt, aus gutem Grund. Stimmt. Auf nach Stonehill. Oh, da wartet doch so was von irgendwie voll optionale Boss. Das sieht aus wie die Arena, in der man gegen Yasmat kämpft in Final Fantasy 12, die dieser eine super Boss, der irgendwie, weiß ich nicht, so 30 Lebensbalken hat oder so. Der wollte so 2 Stunden dauert zu bekämpfen. Bereit? Oder 12 Stunden, keine Ahnung. 12 Stunden klingt ein bisschen zu viel. Ich bin mir ziemlich sicher, als ich gegen den gekämpft habe, ich nicht so lange gebraucht. War ein sehr langer Kampf, aber. Nicht immer Soldaten. Aber jetzt weiter hinten ist so ein Ding. Ich auch keiner. Ist wirklich das ganze Königreich Akasisch geworden? So, hier sehe ich gerade so ein Teleport-Ding, weißt du was? Muss ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, wir sind jetzt gerade über eine Stunde. Deswegen sage ich, ich mache hier einen Schnitt. Beim nächsten Mal suchen wir dieses Viech, was hier irgendwo sein sollte. Die Senke von Kritian. Ich kann noch mal kurz zum Versteck zurückgehen. Oh, guck mal, wir kommen immer näher. Die Quest machen wir auch beim nächsten Mal fertig. Ne? Ich kann auch mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie, weiß nicht, jemand herstellen kann bei Schledorn. Ob ich Belohnungen bekomme von irgendwie, weiß nicht, von meinen Spendern oder wie auch immer die heißen. Nö. Ich kann euch doch mal zeigen hier, so was wir alles bekämpft haben. Ne? Ich meine, habt ihr gerade gesehen, aber so war die Jagdaufträge, kann ich ja mal zeigen. Und zwar sind da noch, ja, den hier müssen wir noch finden. Der ist in der Senke von Kritan. Ne? Was er ist jetzt, er hat nur 13.200. Der hat 22.000, wie viel hat der Goblin? Der hat 20.000, der Goblin war irgendwie das stärkste Viech von allen. Also die ganzen Viecher, die wir überkämpft haben. So, Zerstörer der Welten, das ist das Zwarok? Ne, Zwarok ist hier, ne. Das ist immer noch hier in Dingens. In, ich weiß nicht, wo das nochmal ist. Muss ich nochmal gucken. Aber ich nehme an, das ist immer noch hier. Übrigens, hier. Oh, guck mal, hier. Da steht sogar Jagdziele in der Region abgeschlossen. Oh, cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir aufgefallen. Aufträge in der Region. Wenn ich F4 drücke, dann sehe ich hier abgeschlossen oben links, ne? Das heißt, Aufträge habe ich doch schon alle abgeschlossen. Das ist doch cool, ne? Das heißt dann auch irgendwie Jagdaufträge sind dann alle abgeschlossen, ne? Das heißt, da kommen aber noch ein paar Aufträge irgendwann, ne? Aber hier sind schon alle Jagdziele erledigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, oh, alle Jagdziele, die du gerade zur Verfügung hast, oder alle Jagdziele allgemein. Aber ja, so, das Ding ist immer noch abgesperrt und weiß nicht. Das Viech ist halt, das hat halt, gibt halt viel Belohnungen, also nehme ich mal an, das muss man auch sehr spät bekämpfen, ne? Ich tue halt immer so hier Vergleiche mit Zwarok, weil der ist Level 50, ne? Und der ist so in der Preisklasse von der Belohnung, die ich bekomme von den anderen Viech, ne? Also nehme ich jetzt mal an, irgendwie. Das ist auch irgendwie so ein Viech, das irgendwie so ähnlich stark ist, ne? Dementsprechend können wir das auch noch spät bekämpfen und besiegen. Deswegen, ja. Weiß ich nicht.
ob sich das noch tut oder ob ich echt irgendwie was verpasst habe, um das zu öffnen. Oh, Heilkom brauche ich noch. Oh. Dann kann ich hier dieses Ding erstellen, das mir 7 mehr HP und 11 mehr Verteidigung gibt, was jetzt auch nicht mehr so spektakulär ist. Aber okay, warum nicht, ne? Gut. Gibt es noch irgendwelche Songs hier, die ich kaufen kann? Schauen. Kauen. Kauen. Ganz so viel Geld. Nein. Fertig. So, ich habe ein paar Lieder gekauft, ne? Also ein Lied habe ich gefunden, aber eins habe ich gekauft. Idols of the Empire. Ja, das hab ich mal gerade in einer Schatztruhe gefunden. Nee, das habe ich gekauft, glaube ich. So, eins. 2, 3, 3 nur noch. Kann eine neue Schatztruhe gefunden werden. Kann bei einem Händler gekauft werden. Da sollte ich mich vielleicht mal nochmal umschauen. Kann im Versteck alt werden, was? Na gut. So, ich muss sowieso wieder ein Tränk hier aufstocken, weil ich nicht weiß, wie stark das nächste Viech ist. Mit wem Valut bekämpfen müssen, ne? Aber ich sage, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Die Quest ist auch hier gleich erledigt, also gleich beim nächsten Mal. Also ja, hier wird sich schon nächstes Mal tun, aber für heute sind wir fertig. Deswegen sage ich, boah, Musik. Deswegen sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es würde mich voll freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.